Halli und Hallöchen, liebe Freunde, zurück zum weiteren TCG Opening. Herzlich willkommen und ich habe wieder vergessen, das Fenster zu machen. Das ist schlecht vorbereitet. Ja. Aber ihr seht schon, was wir heute tun. Genau, ihr seht schon, was wir heute tun. Und zwar haben wir das Ganze in zwölffacher Ausführung. Die aktuelle Antunalos VMAX Premium Kollektion ist am 4. September released worden. Heute haben wir den 5. Wie oft willst du das noch machen? Immer. Das gibt gute Puls, habe ich gehört. Ja? Heute haben wir den 5. September, also das Video wird dann im Laufe der Woche danach kommen, also quasi im Laufe der Woche vom 7. September. Also kurz nach Release, ja. Also nicht traurig sein. Wir packen aus und dann wird gequatscht, weil sonst wird es zu laut. So, ausgepackt ist es. Zeigen wir euch mal noch, bevor wir die Büsterchen öffnen, was es da alles so Tolles gibt. Fangen wir doch mal mit dem schwersten Gegenstand an. Ja. Das ist eine Endonalos Pin. Ja, die gibt es quasi wieder dazu. Zusätzlich zu der Endonalos VMAX Jumbo Karte. Und natürlich gibt es sie nochmal in kleinem Format. Ja. Mit der Fähigkeit Endloszone, wenn alle deine Pokémon im Spiel vom Typ Unlicht sind, kannst du bis zu 8 Pokémon auf deiner Bank haben. Und oh. Pokémon, die keine Unlicht-Pokémon sind, nicht ins Spiel bringen. Ja, wenn diese Fähigkeit nicht mehr aktiv ist, lege so lange Pokémon von deiner Bank auf deinen Ablagestapel, bis du 5 hast. Boah, krass, ey. Und dann mit der Attacke Schrecken ohne Ende. Diese Attacke fügt für jedes deiner Unlicht-Pokémon im Spiel 30 Schadenspunkte zu. Ja, das ist ja noch das, wenn man wirklich einen Unlicht-Deck hat. Ja, dann ist es definitiv eine sehr spielstarke Karte. Und dann natürlich noch die Endonalos wie Full Art Karte. Ich habe schon gesagt, die blinkt und glänzt. Ja. Das ist der Wahnsinn. Mit der Attacke Kraftbeschleuniger, du kannst eine Unlicht-Energiekarte aus deiner Hand an ein Pokémon auf deiner Bank anlegen. Und Dynamax-Kanone, wenn das aktive Pokémon deines Gegners ein Pokémon VMAX ist, fügt diese Attacke 120 Schadenspunkte mehr zu. Sind natürlich beides Promokarten, das heißt nicht spielbar. Ja, ist natürlich ein bisschen traurig, aber vom Sammelfaktor her definitiv eine schöne Sache. Ich weiß gar nicht, was die normale Wii und VMAX schon können, weil wir die ja auch noch gar nicht gezogen haben. Aber doch, ich glaube, du hast Invernalus Wii schon gezogen. Ja, okay. Dann müssen wir nachher mal gucken. Ja. Ich finde es cool, dass das aussieht wie so ein Loch, was alles hineinsaugt. Genauso wie bei Endinalos der Bauch theoretisch. Mhm. Ich mochte Endinalos sehr und war sehr traurig, dass es dann nicht mehr. Ach, ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt. Oh, ich krieg nie wieder Sinn. Ja, wahrscheinlich. Aber doppelt hält ja besser. Ja, dann seht ihr schon, welche Booster man so drin hat. Sonne, Mond, schon der Wächter, Aufziehender Sturmwurf, dann Welten im Wandel. Und natürlich 2 Booster vom aktuellen Set Clash der Rebellen. Flammende Finsternis. Ja, moin, wahrscheinlich Clash der Rebellen. So. Wir gucken mal, was wir draus ziehen können. Und ich mache schon einfach eiskalt auf. Du fängst einfach mal an. Denn schon ich habe dir, ich weiß noch, ich habe, glaube ich, ich habe ja jetzt nicht so viel Glück gehabt, außer vielleicht jetzt was kurze Spoiler, was jetzt in den nächsten Tagen kommen wird. Dann wäre ein bisschen Glück, aber ansonsten hatte ich nicht so viel Glück. Aber in den alten Boostern hatte ich Glück. Das werdet ihr dann sehen. Und ich bin sehr gespannt, ob sich das so weiterführen wird. Mhm. Schön alten Karten. Alten. Alter. Ja, richtig, richtig alten richtig Karten Vintage hier. Vintage schon hier, jawohl. Michalle, das Edelsaat in Reverse und ein Alola Sandama. Achso. Ja, hier, sorry, komm. Viel Spaß. Huch. Nicht mal richtig Code kann geben kann sie. So, mein kriegt er natürlich auch. Diesmal Stunden der Wächter. Ist jetzt nichts, was ich auch im Online-TCG aufmachen möchte unbedingt. Also. Ich weiß auch gar nicht, was da für Karten drin sind. Mogelbaum. Maho. Energieaufbereitung. Das sind bestimmt auch ein paar schöne Karten. Molly Morba. Lilminip. Iguana. Cooles Artwork-Content. Tacher mal, ausnahmsweise. Knofensa in Reverse. Und ein Trombok als Non-Holo. Okay, aufziehende Sturmrüte. Ist auf jeden Fall ein Typ 0 und einer Migento bestimmt dabei. Migento finde ich ein sehr cooles Pokémon. Ja. Mag ich sehr, auch das Booster bin ich aufgehört. Mag ich sehr, sehr, sehr. Mhm.
Habe ich sehr gefeiert im Necrozma-Deck. Ja. Ach, ich liebe Necrozma-Deck, ne? Ich liebe es. Wer es noch nicht sich besorgt hat, okay, ist jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr spielbar. Ja, aber einfach, um seine Freunde zu ärgern, das ist ja, gut. Wenn man jetzt nicht an offiziellen Turnier teilnimmt, kann man damit gerne noch spielen. Samantha. Ah, Samantha ist bestimmt auch drin. Ja, Samantha Fuller bestimmt. Hat denn nicht einer von uns sogar schon mal gezogen? Ich bin mir nicht so sicher. Ja. Ein Stami im Knet? Was ist denn das? Doch. Ja, ist im Knet. Also die Figur halt. Bin ja, aber einer von uns beiden, ich glaube sogar du selber hast mal eine Samantha gezogen. Das nicht. In Full Art. Ach so. So, erstmal hier der Code. Ich weiß, dass ich diese Lila und diese Fren gezogen habe, aber das ist auch aufziehende Stürmer, das. Wir waren ja in den ersten paar Boostern nicht dabei. So, flotte Hüfttasche. Booster-Sets. Gladio. Ah, Gladio. Staravir. Den mag ich. Molunk. Menki. Triagoso. Ovai. Capidur. Psychodisc als Reverse. Und ein Kommandutan als Non-Holo Rare. Okay. Okay. Die alternative Götterkarte. Ja, so lange wäre es aber schön, wenn eine drin wäre. Ja. Ja. Würde ich zumindest nicht nein sagen. Ist auch vollkommen egal, aus welchem Booster jetzt. Ja. Also welchen Wandel-Hit wäre natürlich cool. Ne? Also dieser eine Hit wäre natürlich sehr krass. Dieser eine Hit. Dieser eine Hit wäre natürlich anders heftig. Das wäre generell mal schön, wenn die Box ein bisschen was drin ist. Ja. Echt ein kleines bisschen. Dann sind wir echt ein bisschen... Vorsicht. Ach, ein Zauber. Okay. Okay. Ja, okay. Dann haben wir vielleicht in den neuen Boostern. Ich versuche mein Glück noch. Was, hast du schon hier was gesehen? Nein, ich will nicht. Okay, Welten im Wandel. Kann ja sein, wir haben ja diesen typischen Glitzerrand schon oft gehabt. Bromley und Harla. Lillys Pokepuppe. Togedemaru. Mirapla. Trassler. Sankebu. Seemops, Warmboll, Alola Mauzi in Reverse. Oh, das sieht nach einer Fullart aus. Hey, Solgaleo und Lunala GX. Nice one. Ich glaube tatsächlich, dass ich die erst auf Arbeit ertauscht habe. Ach Mensch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die nicht vorher auch schon hatte. Aber du, das ist immer eine gute... Ja, aber ist auf jeden Fall endlich mal ein Hit. Ein Hit. Ja. Lunala, Solgaleo, sehr cool. Wobei ich klar sagen muss, ich bin Typ oder Team Solgaleo, nicht Team Lunala. Ich finde Solgaleo schon alleine vom Aussehen cooler. Ja, das ist ein fucking Riesen. Oh, ich hab das böses Wort gesehen. Naja, Mo, jetzt muss ich wieder extra Schneidarbeit betreiben hier. Ah, sorry. Ja, das ist ein Riesenlöwe, ja. Also wer möchte denn schon Fledermäuse? Also ich bitte euch. Daptiri, ein Reißlaus, ein Vieh. Oh, gönnt ihr die Box jetzt auch mal endlich, was? Ja. V-Max. Normal. Brutalanda. Brutalanda V-Max. Boah, jetzt geht's langsam los. Nice, aber sehr cool. Oh, stark. Sieht sehr cool aus, finde ich. Cooles Artwork auf jeden Fall. Oh. Endlich ein irgendwas Hit. Haben wir ja tatsächlich auch noch nicht gezogen. Den Brutalanda V und Full Art V haben wir, glaube ich, schon. V haben wir. Aber V Max haben wir tatsächlich noch nicht. Ja, Brutalanda ist dabei. Ist ja auch die dritte Generation. Das kann ja nichts, keine Ahnung. Ja, kann ja nichts Negatives sein, ne? Genau. So. Inferno Porch aus Flammende Finsternis. Rauchschwaden. Turbopflaster. Vibrava. Weberak. Ignivor, Hypopotas, Golbit, Eneko, Heatran Reverse. Oh, das war noch nicht. Hundemon in Full Art. Oh, wunderschön. Nice, aber die hast du auch schon, die ne? Die habe ich schon. Ja. Die haben schon mal einen anderen Opening gezogen, also du zumindest. Ja, das war. Aber die Full Art, die sind einfach anders schön. Das war so die ersten paar. Ich glaube, das war alles. Holy shit, ich glaube auch, ja. Nice! Na, jetzt geht's aber langsam los hier, Freunde. Na, endlich! Jetzt gönnt die Box aber mal richtig.
Krass. Wenigstens ein, zwei Hit müssten da schon sein. Eine GX, zwei V? Also eine V Full, eine V Max? Das ist total das Ordnung. Ist absolut in Ordnung, Freunde. Naja, bei fünf Boostern kann ja wenigstens ein Hit dabei sein. Tektas und ein Pritzige in Holo. Ich, immerhin noch eine Holo. Ich finde dieses Pritzige so lustig. Ja. Das ist auch okay. Wieder so ein Pokémon, was so ein bisschen gefeiert wird. Aber ich das auch schon wieder nicht verstehe. Das ist wie mit Patinaraya. Aber naja, gut. Diskussion fangen wir jetzt nicht wieder an. Nein. So, Last Pack Magic, maybe. Mit einem Hypnomorba. Ness. Kraftenergie. Golbit. Oh, ich glaube, es glitzert. Barschbar. Feligu, ja. Hypopotas. Visor. Kalburon Reverse Rare. Da ist und. Es wieder. Siehst du es? Ja, ich sehe es von der Seite. Das ist aber eine V-Max, glaube ich. Und letzter Hit aus dieser Box ist. Ein Galalamos V! Yay! Das habe ich tatsächlich schon. Ich glaube, das war meine erste V-Karte aus dem das Set. Das weiß man. Ja, dann rutscht das natürlich gleich zu dir hinüber. Yay! Und jetzt habe ich auch das Kalburon in Reverse. Quasi, was du mir vorhin gegeben hast. Na gut. Ja. Gehen wir quasi schon mal hier rüber. Aber ich würde sagen, ich hatte aus 5 Boostern 3 Hits. Not bad. Das ist eine starke Collection auf jeden Fall. Ich meine, du hattest eine V-Max und eine Holo ist auch nicht verkehrt aus 5 Boostern. Ist okay. Also ich muss sagen, nach den ersten 3 Boostern hatte ich Bauchschmerzen. Ich meine, klar, ich habe dann das Tag Team gezogen, aber du hattest noch gar nichts. Und ich dachte mir, Flammende Finsternis ist jetzt gerade nicht dafür bekannt. Ja, nochmal ordentlich Impuls. Aber okay, ich dachte schon, es wäre eine Flop-Collection, aber... Naja, Flop-Collection naja, an sich nicht, aber... Aber meine, von den Hits her. Ja, ich meine, du hast zwei wunderschöne Promokarten drin. Ja, aber es hat sich alles noch zum Guten gewendet. Und damit ist das Video auch tatsächlich schon wieder zu Ende, Freunde. Ich weiß, es ist ganz traurig. Aber lasst doch einfach einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo. So spät. Und einen Klick auf die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Dann müsst ihr nicht mehr traurig sein. Ja? Denn am nächsten Tag kommt wieder was. Vielleicht am nächsten Tag, genau. Wir machen jeden Tag jetzt auch Wir machen jeden Tag ein Video. Ja? Vielleicht ist Gaming oder TCG für jeden was. Aber ich weiß auf jeden Fall, da ist immer für jeden was dabei. Und falls ihr die Kollektion auch schon aufgemacht habt, wenn das Video rauskommt, könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr gezogen habt, was eure Pulls waren oder ob ihr vielleicht leer ausgegangen seid, leider. Und wir bedanken uns fürs Einschalten, sagen Tschüss, bis dahin, bleibt geschmeidig!